Hagen liegt in den Tälern und an den Hängen von Ruhr, Volme, Lenne und Ennepe. Weshalb ist nicht verwundert, dass sich auch Ernst Meissers Ruhestätte an einem Berghang befindet. Von Abhang und Abhang gezeugt, echot mir eines seiner Gedichte im Gedächtnis. Der Friedhof Delstern besitzt denselben merkwürdig morbiden Charme, den die Stadt allenthalben ausstrahlt. Architektonisch in krasser Abwechslung von bürgerlichen 60er Jahren und Hochmodernität. Die Friedhofsverwaltung, bei der ich mich nach der Lage von Ernst Meissers Grabstätte erkundige, ist über meine Frage keinesfalls überrascht. Ein Dichter wird hier tatsächlich noch als Berühmtheit wahrgenommen. Vorbei also an Verwaltungsgebäude und Krematorium, das Ensemble ein Gemenge verschiedener Stilrichtungen, im Hinterhof eine Mauer, die für Exekutionen geeignet wäre. Rechter Hand Gräbereien, zu denen eine Art Freitreppe hinunterführt. Ein Stück weiter geradeaus 12 moderne Stelen, heilig nüchtern in ihren glatten Oberflächen und gerundeten Ecken. Namen darauf und ohne, vermutlich, darin, an überdimensionale Briefkästen erinnernd. Noch einige Meter weiter aufwärts und dann, geduckt in den Winkel eines Gesträuchs, Ernst Meissers Grab. Ein Stein, der sich beckenförmig senkt, darüber eine elliptische Platte, auf der sich jetzt im März noch Eis befindet. Dahinter seltsam versetzt die schwarzen Blöcke mit den handschriftlichen Namenszügen von Ernst Meister und seiner Frau, Ehefrau Else, die unter dem Pseudonym Alice Koch schrieb. Ein für einen Büchner-Preisträger und bedeutenden Lyriker schlichtes und, es lässt sich leider nicht übersehen, ungepflegtes Grab. Die Signatur eingemeißelt, trotzdem weniger dauerhaft als Horazens Erz und ganz zweifellos als seine Gedichte. Ein letzter individueller Zug, darunter die nüchternen Daten, als gehörten sie schon nicht mehr zu ihm. Zwei scheinbar aus demselben Stamm gewachsene Birken überdachen die Grabstelle, gegenüber ein Nadelbaum mit abgeschuppter wie räudiger Rinde. Geist zu sein oder Staub, es ist dasselbe im All, murmeln seine Gedichte in meiner Erinnerung, aber auch in still entschlossener Abkehr von Nietzsche, hier, gekrümmt zwischen zwei Nichtsen, sage ich Liebe. Im weiteren Hintergrund ein anderer Nadelbaum, tote und lebende Nadeln an demselben Ast. Vogelhäuschen überall. Die Vögel indes hört man kaum unter der Geräuschglocke, in deren Zentrum ein Zubringer der A45 schwingt, die Sauerlandlinie, die sich weniger als 200 Meter von dem Grab entfernt, hinter dem Friedhof erhebt, zur Brücke spannt, ein Monument unaufhaltsamer Mobilität. Das Geisterhaus. Ein leichter Nieselregen hängt über den Lippeauern. Das eine Steinkohlekraftwerk, eines der modernsten und effizientesten in Europa, für knapp 1,5 Milliarden Euro erbaut, stößt aus dem Kühlturm im Maul grauen Dampf in einen Himmel, dessen Farbe sich kaum davon unterscheidet. Unsichtbare Augen scheinen mich aus der kubistischen, außerirdisch wirkenden Architektur des zweiten Steinkohlekraftwerks auf der anderen Seite zu beobachten. Zwischen Skylla und Charybdis an einem Wintersonntag nur, dass ihr Fauchen nahezu geräuschlos ist. Eine innere Stimme sagt, dreh dich nicht um. Geh vorbei am alten Mühlteich, die Schlossallee entlang, dreh dich nicht um. Blechernhallende Schritte über die kupfergrüne Lippebrücke. Nur wenige Meter noch. Dort hat das Haus Buddenburg gestanden. Ende des 13. Jahrhunderts befand sich an dieser Stelle bereits eine Wasserburg. Diese wurde ebenso abgerissen wie ihre Nachfolgerin. Um 1845 errichtete der Baumeister Ferdinand Zangerl aus Borg dann für den Freiherrn August von Friedag ein klassizistisches Schloss nach dem Vorbild des kleineren Schlosses Tegel bei Berlin. Es bestand aus einem Haupthaus mit laternenbekrönter Kuppel und zwei vorgelagerten Pavillons. Seltsames ging in diesem Schloss vor. Nach dem Tod des letzten Freiherrn von Friedag
erbte es sein Neffe Udo von Rüxleben. Doch er wurde nicht glücklich damit. In der Nacht auf den 2. Mai 1908 erschoss ihn seine Ehefrau, die anschließend Selbstmord beging. Das Unheil nahm damit jedoch kein Ende. Die Stadt Lünen verkaufte das Schloss im Jahre des Unheils 1934 an die Nationalsozialisten, die daraus eine Feldmeisterschule des Reichsarbeitsdienstes machten. Zur Eröffnung nahm Hitler auf der Freitreppe eine Parade ab. Nach dem Krieg war darin die Werkkunstschule Dortmund untergebracht, bis die Vereinigten Aluminiumwerke das Schloss samt umgebendem Park erwarben und so lange verwahrlosen ließen, bis es wegen angeblicher Baufälligkeit abgerissen werden musste. Man hätte die bösen Geister ausräuchern oder notfalls mit Weihwasser und Gebeten vertreiben können, aber die gewählte Lösung ist auch noch heute typisch für viele Großkonzerne, die wunderbare, ästhetisch höchst befriedigende und architektonisch interessante Gebäude auf ihren Werksgeländen verrotten oder abreißen lassen. Ein Blick durch manchen Zaun oder über manche Mauer hinweg offenbart eine Barbarei aus falschem Geiz und kranker Gewinnsucht. Auf alten Fotos im Internet erscheint das Haus Buddenbrock größer als die Umrisse der Ligusterhecken, die man zur Erinnerung an den Standort angelegt hat. Drei leere Heckenquadrate als Platzhalter, von Geistern bewohnt. Ich drehe mich nicht um, will das Recyclingwerk nicht hören. Der Fluss, über den eine Herde knorriger Bäume ihre Äste ins Wasser tunkt, der Wind in der kahlen, efeu umwandelten Phalanx aus Stämmen, die Hecken von drei Seiten bewachen und auf den Fotos noch nicht zu sehen sind, und die Stimmen aus dem Inneren der Umrisse, gequält und unselig, sie sind als Gespräch genug.